No! 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 Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Couchnup Spezial mit FNAF 4, das mich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen kann, weil ich nämlich ein Profi bin. Wie ich bereits einmal in HN Unplugged zu Weihnachten angekündigt habe, ich bin ja hier der Superior Gamer, deshalb ist das alles kein Problem. Hinter mir. Oh yeah. Fuck it! Fuck, 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 fuck it, fuck! Ich hab schon wieder um so eine Millisekunde, weil ich einfach heißel bin. Weil ich ein Heißel bin, weil ich ein beschissenes Heißel bin. Wer will meine Superior Gamer Krone? Hier, nehmt sie, nehmt die ganze Welt, soll sie nehmen. Yay, super, geil, ich bin der Beste. Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt weiter. He left without you. Das ist aber nicht nett von ihm. Wer ist das? Mein Bruder wahrscheinlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das mein Bruder war. Derselbe Typ, der mich erschreckt hat, als wir zu Hause waren. He knows that you hate it here. Ist das... Entschuldigung. Ist das Faisbeer-Restaurant das allererste? Maybe. Ich glaube schon. You're right beside the exit. If you run, you can make it. Okay. Let me run. Okay, aufstehen. So. Da ist der Exit wahrscheinlich in die Richtung. Aber ich gehe jetzt einfach mal in die andere Richtung und schau, was passiert. No, don't you remember what you saw? The exit is the other way. Hurry and leave. Okay, gut. Dann hurry ich jetzt und leave. Gut. Ist gebaut. It's too late, hurry the other way and find someone who will help. You know what will happen if he catches you. Oh, da ist ein Typ in einem Fastbear Suit. Holy crap, da sind noch mehr. You can find help if you can get past them. You have to be strong. Okay, dann let's be strong. Nein, ich setze mich lieber unter den Tisch und weine. Das ist für ein Kind mit so einem leichten Trauma in die Richtung vielleicht gar nicht das Richtige, ihn in so ein Restaurant mitzunehmen, ja. Tomorrow is another day. Yay, das heißt, ich habe wieder eine wundervolle Nacht vor mir, voller Albträume und wundervoller Monster. Fun with Plushtrap. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schaffen will, damit ich wieder eine Eingewöhnungsphase für die Nacht habe. Wir haben jetzt weniger Zeit. Ah, come on, Plushy Plush. Come here, Ibra. Yes! Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich überhaupt freuen sollte. Wir haben nämlich jetzt überhaupt keine... Ich habe jetzt vor allem keine Eingewöhnungsphase auf Nacht 3. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in Nacht 3 Foxy mit dabei ist. Noch eine Sache mehr, über die ich mir Sorgen machen muss. Yay! Chica! Bonnie? Anyone? Ich höre nur Trippeltrappeln im Gang. That is no good. Das war nicht Chica. No! 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 Ah, besser. Haha.
Es flackert mir alles zu viel. Oh, da waren schon einige. Deshalb hat's geflackert. No! Go away! Foxy! Woo! Get away. Get away. Woo! Get away. Ksch! Schuh, schuh, schuh! Schuh, schuh, schuh! Keiner mag dich. Huh. Es flackert zu viel. Es flackert zu viel. Es flackert zu viel. Warum flackert so sehr? Oh, Bonnie! Go away. Oh, Chica! Foxy? Hallo! Bleib da drin. Alles mit der Ruhe. Kein Problem. Kein Ding. Bleib drin. Wir sind Freunde. Du bist ein Plushie, oder? Ja, du bist ein Plushie. Sehr gut. Oh yeah. Get away. Don't like you. Hm. No. No. Foxy? Hui. Mach mal wieder Plushie draußen. Gute Idee. Kein Plushie? Kein Plushie? Let's... Damn it. Wir waren so gut dabei. Es war schon 5 Uhr irgendwas. 5 Uhr irgendwas. Damn it. Das geht. Es geht, ist alles kein Problem. Wir müssen jetzt nur inkorporieren in den Rest. Ich muss dieses Flackern mehr wahrnehmen. Das Flackern ist wichtig. Das Flackern zeigt an, dass irgendwo irgendwer schon nahe irgendwo dran ist und das gibt mir wahrscheinlich, wenn ich das Flackern bemerke, genug Zeit, dass ich noch irgendwie abcheck, was da schon am sich durchschwubbeln ist. Und darauf muss ich achten, denn Flackern ist mir wichtig. Und so wie es ausgeschaut hat, kann man Foxy tatsächlich anfänglich davon abhalten, in den Schrank reinzukommen, indem man am Anfang genau darauf hört, wo Foxy hin und her rennt. No, Foxy, stay out! Andere Richtung. Oh, Chica ist jetzt auch schon da, das ist nicht gut, ich hätte jetzt ein bisschen aufpassen sollen vielleicht. No! No! Njo! Shit! Fox ist im Schrank. Njo! Plushy Foxy! Come on! Come on! Yes! Es flackert! Njo! Und die Kleinen! Hui! Die waren jetzt schon laut. Ich habe mich jetzt aufs Flackern verlassen, das war vielleicht keine gute Idee. Ha! Get the fuck out! Get away! Ja. Schauen wir mal kurz hinten. Ja, das habe ich mir gedacht, ihr beiden Pisser. Hahaha, Chica, ja, hätten wir gern. Ich habe zwar nichts gehört, aber es flackert. No. Das war zu wenig. Ah, es flackert alles. Scheiße. Nein! Oh, die Viecher hinter mir! No! Oh, no! No! Damn it!
Foxy Fuck. Ich muss das irgendwie gechillter angehen. Mit Hirn. Mit K-L-U-K Klugheit. Goddammit! You ain't got shit on me! Ich und mein kleiner Plüsch Freddy, wir werden es schon schaffen. Ja, jetzt läuft es auf die andere Seite, hast du recht. Ah, schon wieder. Aha, aha, aha. Haben wir gern. Ja. Es ist tatsächlich Foxy, ja. Aber ich muss mich leider auch um hinter mir kümmern. Es gibt Foxy, glaube ich, die Möglichkeit. Herumzurennen. Und jetzt kommt Chica auch noch dazu, ne? Das brauche ich. Bonnie, get the fuck away! Hinter mir geht's auch schon wieder ab. Shit. Ja, Foxy, hättest du gern. Ah, Bonnie, get the fuck away. Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Ha! Dammit! You sucker! Jedes Mal. No. No. Länger. Komm. Ja. Hinter mir. Die werden auch immer lauter. Das ist gut. No. Komm, Plüschi. Ja. No! Get out! Foxy? No! No, you stay right there. Stay in. Plüschi? Ja. Oh, die werden immer lauter. Ah, ist aber nur einer. Okay. Ah, da. No. No. Na komm. Ja. Hinter mir. Schreit's nicht so. No. Let's go. Foxy. All's well, all's good. Komm schon. Plushy. Yes. Hinter mir. Oh yeah. Fuck it. Ich hab schon wieder um so eine Millisekunde, weil ich ein beschissenes Heisel bin. Wer will meine Superior Gamer Krone? Hier, nehmt sie. Nehmt die ganze Welt, soll sie nehmen. Yay, super, geil, ich bin der Beste. Ich war so gut. Bonnie, no. Bonnie, go home. Shit. Ficker. Nein. Böse Foxy. Böse, ja. Keine Ahnung. Ah, Plüschi. Scheiße, hinter mir. Geh weg. Ah. Fuck you! God fucking damn it. Ich hab schon wieder viel zu viel. Ah, na gut. Das war eindeutig jetzt eh auch schon wieder genug für diese Episode in Wirklichkeit. Die nächste Episode werden wir dann damit starten, dass wir diese Nacht 3 endlich überwinden, was überhaupt kein Problem sein sollte. Aber da das ja Five Nights at Freddy's eher so ein kurzes Spiel ist, wird es auch eher unter diesen Kurzgame-Slots geführt. Das heißt, es wird jetzt dann erst
eine andere Serie wiederkommen und danach gehst dann mit Five Nights at Freddy's 4 weiter. Tja. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Wir sehen uns dann in den nächsten Couchnoops-Videos und ja, das nächste Mal bei Couchnoops gibt's mehr Scary Spooky. Scary Spooky. Oder so. Ciao, Baba.